So, der nächste Punkt ist, ich gebe jetzt als allererstes mal eine grobe Form vor. Das ist mein Ziel. Alle Details lasse ich erst einmal weg. Also die Lampen, Scheinwerfer und was da noch mehr ist, was dieses Objekt halt hat. Also hier die Scheinwerfer, das sind Scheinwerfer tatsächlich, kein Spiegel. Auf jeden Fall den Reifen, die Zierleisten, der Handgriff, die Stoßstangen, das alles würde ich jetzt erstmal weglassen. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, die ganz grobe Form zu haben, um eine vernünftige Aufteilung meiner Schnitte, also meiner Polygone zu haben. Viele Objekte sind also durchaus okay.